Das klingt so ein bisschen gemein, wenn man das so sagt. Aber das waren. Apple Pictures waren die Leute, die mit allen kollaboriert hatten, quasi. Und alle, mit denen sie kollaboriert hatten, haben dann vorhin die 1 Million erreicht. So. Ja, Apple Pictures war halt das, wofür YouTube für mich so ein bisschen stand. Was ein bisschen doof klingt, wenn ich das so sage, ne? Es waren halt ein paar Deppen, die einfach Videos gemacht haben, weil sie konnten und wollten. Ja, YouTube-Kanäle, wie die existieren nicht mehr. Bestimmt existieren noch solche YouTube-Kanäle. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich verfolge die deutsche YouTube-Szene so wenig, dass ich das nicht beurteilen kann. Plus, wir als Menschen haben ja quasi immer wieder so dieses alles kommt wieder. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel an Mode denkt. Ne, irgendwann ist alles mal wieder in. Das bedeutet, ich glaube, auch bei Humor ist es ähnlich, dass das auch so ein Zyklus ist. Ähnlich wie mit Kunst. Ne, mit dem ganzen, oh, das ist super toll, weil das voll anders ist als klassische Kunst und dann. Egal. Ich weiß nicht ganz genau, wer ich damit hin möchte. Ich habe noch immer vor, Portal 2 zu beenden. Für die, die das noch sehen wollen. Und grundsätzlich hätte ich auch noch immer Interesse daran, YouTube-Videos selber zu machen. Komma, weil an sich macht es mir Spaß. Aber das Ding ist, ich habe auf einem anderen Kanal von mir, Twilight Dawn heißt der, angefangen. Die Bioshock-Streams, die wir gemacht haben, dass ich die so ein bisschen overedite. Und ja, also das macht Spaß, aber es ist halt zeitaufwendig und irgendwie kann ich mich nicht dazu aufraffen, das zu machen. Und ganz genau weiß ich es auch nicht, aber nö. Also das ist für mich noch immer, auch wenn ich ein bisschen kritisch gegenüber YouTube bin, kritischer als gegenüber Twitch, muss ich dazu wirklich sagen. Auch wenn Twitch definitiv viel Kram gemacht hat, der nicht unbedingt gut, klug oder ähnliches ist. Ne, für die Twitch auch definitiv Kritik verdient hat. Ne? Ich würde niemals behaupten, weil Twitch ist eine perfekte Plattform, die man nicht kritisieren kann oder soll. Das wäre falsch. Twitch ist definitiv eine Plattform, die Kritik von ihrer Userbasis bekommen und wahrnehmen sollte. Und ich glaube, das sollte jede Plattform machen. Insbesondere bei solchen Plattformen, die halt darauf basieren, dass die User den Content kreieren, mit denen die Plattform dann das Geld verdient. Was, sind wir mal ganz ehrlich, würde man das grundlegend versuchen, einer Person, aus dem 18. Jahrhundert so ein bisschen zu erklären. Wäre das vielleicht sehr interessant. Wobei, man kann es mit Zeitung vergleichen. Also nicht, Entschuldigung, das klingt jetzt ein bisschen doof. Nicht den Inhalt, der auf Twitch geliefert wird, aber wie das quasi funktioniert. Aber egal. Ich schweife wieder ab. Ups. Ja, aber YouTube ist halt für mich. Ich würde schon fast behaupten wollen, YouTube ist nicht mehr das, wofür ich mich damals angemeldet hatte. Ne, weswegen ich auch immer weniger die deutsche Szene verfolgt habe. Weil da Leute sind. Und vielleicht ist es auch einfach nur, dass ich, ne, wenn man selbst in der Szene nicht mehr drin steckt, dann hört man halt nur noch das von den Schlechten. Na, also von denen, die quasi am meisten Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das sind ja leider in den wenigsten Fällen die, die positiv auffallen. Ja. Ja, vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr wieder machen. Ich meine, an und für sich bringe ich ja alles von mein, ne, oder kommen alle meine Streams in Parts geschnitten oder halt in gescheite Längen geschnitten auf YouTube.
Ne, also so, ich mache die ja grundsätzlich erstmal halbstündig und dann je nachdem, ob da noch mehr hintersteht. Ne, also ob ich jetzt gerade ein Narrativ nicht unterbrechen möchte, lasse ich, ne, schneide ich das halt auch wegen meiner Länge. Ich meine, beim letzten Witcher-Stream hatten wir eine Quest, wo ich in einem Gwyn-Turnier teilnehmen musste. Das habe ich zum Beispiel alles in einer Folge geschnitten, das komplette Turnier. Weil es halt einfach gut gepasst hat und das halt so dann eine Folge wäre, die man einfach skippen kann, wenn man keine Lust auf Gwyn hat. Okay. Das ist natürlich gerade super. Hallo, Internet? Kannst du bitte nicht sterben? Ich weiß, es ist schwer, aber hallo? Ja, ne? Ist jetzt die Frage, ist mein Upload tot? Warum ist mein Upload tot? What? Hallo, WB-Upload. Danke für... nichts, I guess. Super. Ich weiß jetzt nicht, wo ich mit dem Gedanken war. Also genau, deswegen. Also dann stelle ich es in ein Narrativ. Und ich meine, grundsätzlich habe ich noch immer ein Projekt, was ich so gerne machen wollen würde. Was dann auch für YouTube exklusiv ist, aber was... es benötigt halt unglaublich viel Vorbereitung. Und momentan komme ich nicht dazu. Also momentan hätte ich nicht die Möglichkeiten, dieses Projekt irgendwie vorzubereiten. Ja, zum einen wäre das eine Sache, die von vielen, vielen Menschen abhängig gemacht werden würde. Das ist so die eine Sache, die ich so ungern mache. Ich mag es nicht, von anderen Menschen abhängig zu sein. Weil ich bin so eine dieser Personen, die sagt, ich mach das lieber alleine und ich kann das am besten. So. Oder ne, am besten vielleicht nicht, aber dann ist es meine Verantwortung und alles, was nicht gemacht wird, ist direkt auf mich wieder zurückzufallen. Ne, plus, ich bin schrecklich darin oder ich fühle mich schrecklich darin, Personen anzuschreiben und zu fragen, ey, die Sache, die du für mich tun solltest, wie weit bist du damit? Ja. Deswegen würde ich auch ungern Leute managen wollen, ne? So Management-Position, ja, so, jetzt musst du ein Team managen. Und ich sage, nee, bitte nicht. Ich muss auch noch immer, es ist so viel Vorbereitung für das Projekt, was ich jetzt schon weiß. Oder von dem ich jetzt schon weiß, was alles gemacht wird. Wobei auch da wieder, ne, so ein bisschen Faulheit reinschlägt. Von meiner Seite. Also ich könnte jetzt schon damit anfangen, das vorzubereiten, aber ich hab's halt noch nicht. Ja, ich mach das hier auch zu einer Ebene. Dann mache ich nämlich dazu. Das hatte ich ja schon so angeteased beim letzten Mal, dass ich mir unsicher bin. Dann habe ich hier auch so eine Doppelkante, was halt ganz gut ist, was dann wieder in eine nächste Bauebene führt. So, und dann machen wir hier einmal zu. Das ist auch wieder das... oh. Da bin ich wieder so ein bisschen traurig, dass ich nicht einfach so einen Account auf einer anderen Seite habe, der... oder dass ich keinen zweiten Minecraft-Account habe, mit dem ich einfach rumstehen kann und dann all diese Aufnahmen oder alles, was sich verändert, mit aufnehme. Ne, quasi so eine Timelapse-Cam, die ich irgendwo einfach rumstehen lassen haben kann, dass ich sagen kann, hier, vorher, nachher. Oder halt so ganzes, eine Entourage an, Dudes. Weil ich glaube, für so ein Gebiet müsste ich halt da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Ne, ich müsste mindestens 4 Accounts haben, die sich dann das einfach angucken, dass man dann halt auch so eine Komposition draus machen kann.
Aber das wäre halt groß aufwendig. Plus, ich hätte nicht die Möglichkeit. Also ich müsste, wenn dann im Worst Case 4 Rechner oder Laptops haben, die das dann aufnehmen und oder streamen. Ich meine, würden sie streamen, dann wäre es natürlich auch noch vollkommen okay. Das könnte man dann wieder zusammenschneiden zu so einem Zeitraffer, aber dann. Nee, dafür habe ich nicht die möglichen Mittel. Ich meine, dafür habe ich aber glücklicherweise halt. Das finde ich halt so schön daran, dass ich alles aufnehme, was ich hier mache. Damit habe ich nicht die Möglichkeit. Oder damit, Entschuldigung, damit habe ich die Möglichkeit, grundsätzlich einfach immer wieder nachzuschauen. So, wie sah das denn damals aus? Also würde ich jetzt nochmal in die ersten Folgen aus dem Let's Play gucken, dann wäre das ja ein kompletter Unterschied. Im Vergleich zu, wie es heute ausschaut. Insbesondere, dass ich da jetzt das Meer erweitert habe, die Leuchtturminsel ein bisschen verändert habe, ne? Dass das jetzt so ein bisschen auf einem felsigeren Untergrund steht. Und nicht nur das, ich habe ja auch den Tunnel durchgesetzt durch den einen Tafelberg, dann halt eine Burg draufgesetzt. Ja, da habe ich den Tafelberg ausgehöhlt, was ewig gedauert hat. Was mich auch noch immer so ein bisschen traurig macht, dass ich wirklich das Footage vom den ganzen Rest, den ich da weggemacht habe, verloren habe. Das ist wirklich schade. Aber also es ist uninteressant zum Angucken. Da könnt ihr mir glauben, unglaublich interessant war es nicht. Aber trotz alledem ein bisschen schade. Das fand ich bei Minecraft Megamine eigentlich ganz cool, dass ich das gemacht hatte. Da hatte ich relativ viele Late-Night-Aufnahmen gemacht. Ne, wo ich halt persönlich spät nachts noch wach war. Skiller Gaming Goal, vielen lieben Dank für dein Follow. In denen ich halt nicht reden wollte, sondern einfach nur in Minecraft bauen. Und die habe ich dann halt als Zeitraffer hochgeladen und dann halt einfach ein bisschen Musik runtergelegt und gut war. Was, ja, hat Spaß gemacht. Ich meine, dadurch, dass ich halt hier die gesamte Zeit rede, ist es natürlich interessant für euch. Moin. Achso, Skykiller Gaming Gold. Entschuldigung, ich habe deinen Namen falsch vorgelesen. Entschuldigung. Ich nenne dich einfach Sky, wenn das okay ist für dich. So, das ist fast zu. Habe ich noch Erde oder geht mir die jetzt gleich wirklich aus? Ja, aber dadurch, ich glaube, dass es interessant ist, wenn ich halt einfach drüber rede. Ne, dass es eine Art Podcast ist. Auch wenn ich wenig Themen habe. Oder mir selten irgendwie Themen raussuche. Insbesondere, weil bei so einem Podcast, finde ich, wäre es auch interessanter oder wichtiger, wenn man eine alternative Sichtweise hat, mit der man sich über ein Thema unterhalten kann. Ne, oder halt eine Person, die eine alternative Sichtweise vorschlägt. Ich meine, grundsätzlich schaue bzw. höre ich wenig Podcasts, gar keine eigentlich. Aber so das grundlegende Format und die grundlegende Idee hinter einem Podcast gefällt mir einfach. So, ne, dass du halt Leute hast, die sich ja einfach über alle Weltsthemen unterhalten. Plus, es ist auch wieder so eine Sache. Es ist eine Art Kommentar, könnte man meinen, zu Sachen. Ne, zumal die auch immer mal wieder einen zum Überlegen anregen können. So. Ne, wenn man zum Beispiel eine grob andere Meinung hat als jemand und dann ne, oder als eine Person im Podcast und die Person kann halt ihre Meinung begründen, ne, warum sie so denkt und so handelt,
dann kann es selbst einen zum Umdenken anregen. Nicht, dass es zwingend notwendig sein muss, ne? Manchmal muss man sich einfach darauf festlegen, dass man sich nicht einig werden kann. Was vollkommen okay ist. Achso, ich hätte da noch ein bisschen Eisen. Aber auch dann hat man die Möglichkeit, zumindest die andere Sichtweise zu verstehen. Ich glaube, es ist vollkommen okay und einfach, zumindest zu verstehen, warum man an eine andere Person so denkt. Wie sie es tut. Persönlich bin ich auch einfach ein Freund vom offenen Diskurs, dass man sich halt über Sachen unterhält. Jetzt nicht zwingend über Politik, weil Politik ist immer so ein Irrthema. Na, aber zum Beispiel, für mich ist es immer relativ interessant zu erfahren oder mich mit Menschen, die Vegetarier oder Veganer sind, zu unterhalten. Ich esse persönlich zum Beispiel sehr gerne Fleisch, weiß aber auch, dass überwiegend oder extrem hoher Fleischkonsum zum einen ungesund für einen selber ist, als auch nicht unbedingt super ökologisch toll. Heute ist Unity Media mal wieder doof drauf, merke ich. Na, aber mich dann mit Menschen zu unterhalten, die diese Art von Lebensstandard oder Lebenseinstellung angenommen haben, na, einfach um zu hören, warum. So, ohne jetzt zu kein hinterfragendes Warum, sondern einfach nur, um sich darüber unterhalten zu können. So, da muss ich gleich hier mal mit einer Spitzhacke ran. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt so schnell hier schon mit Stein anfängt. Oh, das ist doof. Dabei habe ich doch noch gar nicht so viele Ebenen hiervon abgebaut, oder? Zumindest glaube ich es nicht. Wäre es... Ich könnte hier noch eine Linie durchziehen. Ich kann die mal noch einfach verbinden. So, zack. 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 So. Genau, dann machen wir jetzt hier nochmal. Da kann ich auch nochmal verbinden. Das finde ich noch immer cool. Dieser abrupte Wechsel dort drin. Jo, und das dürfte mir auf jeden Fall eine Menge Bauplatz schon mal geben. Ich freue mich schon darauf, wie ich dann hier kreativ drumherum arbeiten muss an den unterschiedlichen Ebenen und Töneinstellungen, die ich hiermit habe. Na, weil das wird definitiv nicht alles super easy aufgehen, aber das ist doch, finde ich, somit eine der Herausforderungen, die grundsätzlich Spaß machen. Wenn ich keine Herausforderungen hätte haben wollen hierfür oder halt es unnatürlich gerade hätte haben wollen, dann hätte ich einfach dafür gesorgt. So, ne, jetzt habe ich hier das so zu. Du musst einmal weg. Du lässt es doof ausschauen. So, genau, das ist so richtig. So, dann machen wir das weg. Die Bäume da hinten müssen gefällt werden. Die Bäume müssen auch so ziemlich alle gefällt werden. Sobald ich die Mauer fertig habe bis da hinten, werde ich wissen, wie groß dieses Gebiet ist. Zumindest in die Richtung sein wird. Aber dafür muss ich die auch ein bisschen höher setzen, dass ich die von hier hinten aus... dass ich die vielleicht sehen kann. Das wäre doch mehr vorteilhaft. Wie, du möchtest sehen, wo was endet? Na, gehen wir nicht. Wir nehmen die Brille weg und dann kannst du gar nichts mehr sehen. Die Bäume muss ich vielleicht auch nochmal dann aufpassen. Ich meine, ich kann hier die Baum... Ebene einmal machen. Und hier kann ich die auch noch ein bisschen weitersetzen. Also eigentlich alles soweit okay. Dann gib mir einmal eine Spitzhacke. Da ist eine Spitzhacke. Und Setzlinge. Damit habe ich 26. Habe ich noch mehr? Ja. So, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. So, da. Okay. Hier. 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 Dann hier noch einmal. Da noch einmal. Da noch einmal. Und zack. So, und jetzt einmal hier die Baumstämme. Achso, ich habe jetzt keine Axt dabei. Buch. Ne, die Baumstämme jetzt, Stämme jetzt auch nochmal so weit austauschen und dann funktioniert das. Habe ich hier eine Axt? Ja. Was ich hier mache, ich werde hier eine Stadt hinsetzen und dementsprechend, weil ich, ne, also das wird die Mauer dazu und in der Mauer werde ich Holz verwenden, eine Holzstämme und für die muss ich hier so eine kleine Baumfarm ansetzen, dass ich genug Eichenholz dafür haben werde. Er spielt Minecraft. Moin Nase. Wie geht's dir? Ich hoffe, du bist noch immer schön eingemümmelt bei dir im Bett. Du kranker Mann, du. Du Lord Schniefnase, du. Ich habe höchstwahrscheinlich einen schrecklichen Delay drin. Ich hoffe mal nicht. Okay. Fieber. Uiuiui. Ich hoffe, nicht allzu hohes Fieber. Ne, andernfalls muss irgendjemand dich ins Krankenhaus. 39, ja. Gesund ist anders. Warum kriegst du auch Fieber? Wer hat dir das erlaubt? Ja. Oh. Wunderbar. So, dann ne, bin ich jetzt so. Achso, ich wollte noch die Steine dort austauschen. Will ich vielleicht doch noch? Nee, ich lasse das jetzt so. Einmal die Steine gegen Erde austauschen. Vor allem, weil meine normale Temperatur 36 Grad ist und nicht wie bei anderen Leuten 37. Ich habe das Gefühl, dass meine normale Temperatur bei 35 Grad liegt. Dass ich einfach so Kaltblüter bin oder so. Das würde für mich zumindest erklären, warum mir immer warm ist. So, hier, das kann ich einmal zumachen. Ich schaffe es eigentlich nicht, Lust an Minecraft zu verlieren. Ich glaube, weil ich mir das Spiel halt so ziemlich portioniere. Weil ich halt, okay, hier ist irgendwo eine Höhle drunter. So ziemlich halt nur einmal in der Woche spiele und ich versuche immer wieder auf eine neue oder ein neues Projekt zu haben in dem Spiel selber. Ja, ich auch jeden Tag 12 Stunden. Siehste, ich meine, das habe ich auch schon mal gemacht. Das war, Gottchen. Lass mich drüber nachdenken, wann genau das war. Da war ich noch ein junger Spund, als ich das gemacht habe. Elf, zwölf habe ich das mal so gemacht. Ja, und danach hatte ich halt auch relativ lange keine Lust mehr in Minecraft. Und jetzt momentan ist halt die Liebe wieder da. Ja. Zack. Genau, das passt. Und wie gesagt, ich habe halt quasi immer ein Projekt so in Minecraft, an dem ich arbeite. Ich habe jetzt letztens die Brücke hier gemacht. Und dann arbeiten wir jetzt hier daran, dass hier ein Dorf hinkommt. Oder eine Stadt, besser gesagt. Ich meine, ich seh ja hier dein Haus. Und dann möchte ich hier auch ein hübsches Städtchen daneben haben. So, ich werde hier vielleicht einfach mal um dein Haus herum noch ein paar Felder anlegen. Weil ich kann. Und weil ich noch ein paar mehr Felder bräuchte. Grundlegend. Weil ich glaube nicht, dass die Felder, die ich da hinten hingesetzt habe, groß genug wären. Um das irgendwie
ja, die Größe der Stadt dann zu rechtfertigen. Ich meine, wir haben eine Menge, aber nicht genug. Lol, ist das wieder Roblox? Uff. Moin Timon, was geht ab bei dir? So, aber die schwedische Musikgruppe ist mal wieder hier. Wir machen jetzt Platz im Inventar. Gut, die eine Schaufel. Na, wobei, die Schaufel kann ich erstmal weglegen. Nehmen uns noch mal ein bisschen Eisen mit. Machen uns eine Spitzhacke. Bup, bup. Vielen Dank. So, legen die Spitzhacke weg, weil ich doof bin. Nehmen uns all den Cleanstone mit, den ich hier hab. Drücken B. Drücken Linksklick, 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 Linksklick. Und nehmen jetzt Holz mit. So, zack. Zack, zack, das kann ich auch mitnehmen. So, 3, 5, 6, genau. Auf der 7 liegt der Holzstamm. Vielen Dank für dein Haus. So, dann haben wir jetzt hier rüberspringen. Du, 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 du. Ich habe eine Axt dabei, okay. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich den Berg doch noch mit rein. In die Stadt. Was habe ich denn? Ach so, da hinten hatte ich genau das Tal, ne? Genau, hier war nämlich nochmal, da war nochmal eine riesige Gebirgskette. Da und da hinten geht das halt weiter. Und hier drin ist so ein Mini-Fluss, der da entlang geht. Vielleicht mache ich dann. Ja, ich glaube, wir nehmen erstmal den Berg oder den hier einfach mit rein. Zur Not plätte ich den einmal. So, aber dafür muss ich jetzt hier vorbei. Wobei das hier auch relativ gut wäre, einfach für noch mehr Felder, ne? Ja, das ist jetzt die Frage. Die eine Frage. Nehme ich den jetzt mit rein oder nicht? Wir nehmen erstmal hier die Bäume auseinander. Dass ich ein bisschen mehr Übersicht habe. So, zack. Ich meine, grundsätzlich kann ich hier auch noch ein bisschen was hinbauen. In die Richtung da hinten an den Berg. Wobei, das ist relativ viel Stein gewesen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Also, das ist nicht viel Platz im Sinne von, dass man Felder hinbauen kann. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Bist du in einer halben Stunde wieder da? Okay, bis gleich. Ja. Ach, das ist schwer, die Frage zu beantworten, ob ich das mit reinnehme oder nicht. Ich glaube, wir nehmen es einfach mit rein. Warum nicht? Ich kann mir im Nachhinein noch überlegen, was ich damit machen werde. Oder ich kann es auch nicht. Na, das ist auch eine Möglichkeit, darüber so zu denken. So, zack. Ich müsste, glaube ich, sogar im Allgemeinen hier das Land ein bisschen anheben. Weil ich wollte den Fluss hier noch ein bisschen höher setzen. Dass ich es zumindest auf die Ebene hochhebe. Aber auch das wäre so ein bisschen doof. Na, wir lassen es erstmal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Upsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe das falsch gesetzt, ne? 2, 3. Ja. Goddammit, ab wann?